André, ein paar Tage ist die Saison jetzt zu Ende, viel zu früh für uns. Wie ist jetzt so mit ein bisschen Abstand dein Saisonfazit? Ist immer noch schwer, jetzt, also selbst wenn ein paar Tage vorbei sind, dann abschließendes Fazit zu ziehen. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir in den Pre-Playoffs gespielt haben, hätten wir vorher schon so gespielt, wären wir nicht in dieser Situation gewesen. Und ich glaube nicht, dass wir die Saison in den Pre-Playoffs verloren haben, sondern die 10 Spiele vorher, die nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Gibt's in deinem Kopf, du denkst ja sicherlich viel drüber nach, irgendwie den entscheidenden Punkt, woran es dann letztendlich gelegen hat? Sicherlich wird es da nicht nur einen geben, sondern mehrere. Ja, ich glaube, das ist immer so eine Art Verkettung mehrerer Sachen. Es ist nicht nur eine Sache, wo du sagst, genau daran hat es gelegen oder dieses Spiel war es. Ich glaube, mit ein bisschen Abstand ist es wirklich so, dass wir die Saison über viele Verletzte haben, dass dadurch das Selbstvertrauen gelitten hat und es dann zu dieser Situation kam. Aber das ist nur eins der Punkte und wie gesagt, das sind mehrere Dinge. Wenn man im Angesichts der Tatsache des Saisonergebnisses mal so deine persönliche Bilanz anguckt, dann warst du ungefähr so gut oder auch so schlecht, wie man es will, wie im letzten Jahr. Aber eigentlich schaut man gar nicht auf seine persönliche Bilanz nach so einer Saison, oder? Nein, das kann man nicht. Ganz ehrlich, ich weiß, ja, ich habe 20 Tore geschossen, na klar weiß ich das und habe mich auch natürlich drauf geguckt und war auch eins meiner, wenn ich ehrlich bin, eins meiner Ziele, dass ich so viele Tore schießen wollte. Aber im Endeffekt ist es egal, man ist jetzt raus und ich hätte von mir aus kein Tor geschossen. Also ich glaube, das wissen alle, dass ich da anders denke und auch wenn ich mit meiner persönlichen Statistik einigermaßen zufrieden bin, hätte ich noch weitaus besser sein können. Daran denkt man. Jetzt hast du im letzten Spiel in Nürnberg schon gar nicht mehr zu Ende spielen können. Woran lag das? Ich habe mir im letzten Spiel im ersten Drittel einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und konnte mich kaum noch bewegen. Und dann hatten wir die Absprache, dass ich nur noch in Überzahl aufs Eis komme und ein, zwei Wechsel sonst im Spiel mache, weil ansonsten wäre es nicht mehr möglich gewesen, mitzuspielen. Du hast den Muskelfaserriss gehabt, aber das war nicht der einzige Grund, warum du in Nürnberg auch schon gehandicapt nicht so richtig spielen konntest. Da gab es noch eine andere Verletzung und die muss jetzt tatsächlich auch operiert werden. Genau, ich habe mir Ende Dezember die Schulter erneut ausgekugelt und das ist der Grund, warum ich jetzt operiert werden muss. Damit verpasst du tatsächlich auch unsere Saisonabschlussveranstaltung. Gibt es denn noch was, was du den Fans sagen willst? Ich möchte mich auf jeden Fall bei den Fans bedanken für die großartige Unterstützung. Die Saison lief nicht so, wie wir uns und wie ihr euch das vorgestellt habt, aber ihr standet immer hinter uns und habt uns unterstützt und auch gerade das Spiel im Valley hat uns sehr viel Energie gegeben und war mit ein Grund, warum wir da so ein gutes Spiel abgeliefert haben, war eure Unterstützung und dafür wollte ich mich im Namen der Mannschaft sehr bedanken bei euch. Kurz noch in die nächste Saison geguckt. Dein Ziel ist es sicherlich dann vom Anfang an im Mannschaftstraining wieder mit dabei zu sein. Gibt es schon andere Ziele, die du für dich formuliert hast? Nein, ich glaube, ich will jetzt erstmal nach der OP so schnell wie möglich gesund werden und auch gesund bleiben. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre viele Verletzungen gehabt, viele Kleinigkeiten, einige größere Sachen wie die Schulter und der Nacken dabei. Ich möchte einfach nur gesund bleiben und alle Spiele spielen und dann werden wir sehen, was bei rumkommt. Gut, André, dann vielen Dank.